Das Tor nach Haven. Diese riesigen Kerle wurden von einer alten Rasse errichtet, um das Böse von ihrer Stadt fernzuhalten. Die Legende sagt, dass nur die reinen Herzens Einlass finden. Tja, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, ob das wahr ist. Nein, Opa, nicht. Oh Gott, das war knapp. Na komm schon, Junge. Wenn ein alter Tatterkreis wie ich das schafft, sollte es für dich ein leichtes sein. Aber was ist, wenn mein Hass auf Silver mir im Wege steht? David, er hat deine Frau verschleppt. Deine Wut ist begründet. Ich hoffe, du hast recht. Nein, ich sterbe. Ich bin Perversling. Meine Frau vergaust mich mit Äpfeln zu vergiften. Deswegen kann ich sie auch nicht leiden. So, lass mich hier durchschlagen. Oh mein Gott, stirbt alle. Ja, komm, die haben eigentlich gar nichts drauf. Ich könnte hier bestimmt ganz alle totkloppen. Oder kommen da welche nach dann? Ja, ich hab da kommen welche nach. Das bringt. David! Ah, der hat gesagt, keine Ahnung, ich renne einfach. Ja, die rennen mir schon hinterher und jetzt stehen sie da noch in Wirklichkeit. Ist klar. Ihr da! Hinterher! Er nickt hier mit dem Kopf noch so, das wird nix. Aber er rennt trotzdem mutig. Lustige Animation pur. Er muss gewusst haben, dass er sterben würde. Ja, aber die Strafe dafür, sich einem Befehl zu widersetzen, wäre für ihn weitaus grausamer gewesen. Ja, er wird degradiert worden, das kann er aber nicht auf sich sitzen lassen. Da rennt er lieber in seinen Tod rein. Jo, geile Animation, er rennt ja einfach mal weiter. Hier ist auch eine lustige Szene, weil man hier eigentlich noch nicht weiterkommt, aber wenn man hier versucht trotzdem reinzurennen, dann... sprinten die wie geklappt zurück. Ich werde keinen Fuß da hineinsetzen, bis ich sicher sein kann, dass er anschließend auch noch dran ist. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Monster so heruntergekommen sein kann, dass es deine Füße fressen würde. Wie auch immer, es wäre nicht gerade klug hineinzugehen, bis wir sehen können, was sich da drin befindet. Na, ja, das Geräusch finde ich auch ganz gut, was da kommt. Das ist nämlich ein Geräusch, was später die Drachen beschwört. Das mehrere. Keine Ahnung, was die Drachen machen, wenn der Kampf beginnt meistens. Vielleicht erwähne ich das nochmal, wenn ich dran denke, aber sicher ist es nicht. Hier ist es verdächtig still. Hast du das gehört? Erst ist es dir zu ruhig und dann machen dich harmlose Geräusche nervös. Wahrscheinlich sind es nur ein paar Vögel, nichts Aufregendes. Diese Vögel hören sich aber merkwürdig an. Ich der Biologe hier, weiß, wie sich Vögel anhören, das ist ja überpro. Andererseits bin ich kein Experte, was Vogelgeräusche angeht. Wieder doch nicht. Er will uns, glaube ich, auch verarschen. Nur mit dem Verhaspel und Verhedder hier. Ist er jetzt Biologe oder nicht? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber die sieben Zwerge vielleicht. Komm, die machen wir fertig. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Die würden uns in Stücke hacken. Ihr werdet gut beraten, auf den alten Mann zu hören. Wer seid ihr? Zeigt euch! Nur ein Feigling versteckt sich hinter seinen Männern. Ja, großes Maul haben, wenn man von vier Zwergen umzingelt ist, was auch sonst. Welcher Narr wagt es, mich einen Feigling zu nennen, wenn er von meinen Männern umzingelt ist? Bitte, wir sind nicht gekommen, um zu kämpfen. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr müsst das ungestüme Auftreten meines Enkels verzeihen. Er ist ehrgeizig und hitzköpfig, aber kein Narr. Und warum sollten wir euch helfen? Fuge hat meine Frau auf seiner Galeone verschleppt. Ich beabsichtige, sie zu finden, mit oder ohne eure Hilfe. Kühne Worte. Eure Zuversicht ist bewundernswert, aber auch ein wenig naiv. Kommt in unser Lager. Wir haben dieselben Ziele, darum werden wir euch helfen, so gut wir können. Aber was können wir tun, ohne die genaue Position der Galeone zu kennen? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Das Spiel ist ziemlich rassistisch, wie man sieht. Kaum kann ein Schwarzer ins Bild fängt an rumzulecken, also... Das ist echt nicht okay heutzutage. Das ist nicht mehr vertretbar. Ja, wir kommen da schon, chillt mal. Aber wie gesagt, das ist nur kurz. Das müsste jetzt eigentlich schon wieder weg sein, glaube ich. Wie ihr seht, sind die meisten von uns einfache Bauern oder Händler. Aufrichtige Leute, deren Frauen, Töchter und Schwestern verschleppt wurden. Unser Leid hat uns zusammengeführt und zum Kampf gezwungen. Ihr seid hier willkommen. Seht euch ruhig um. Ihr habt angedeutet, dass ihr vielleicht wüsstet, wie wir das Schiff finden können. Ihr verschwendet wirklich keine Zeit. Das gefällt mir. Es gibt eine Höhle, die sich westlich des Lagers befindet. Sie führt zur großen Bibliothek von Gno. Man sagt, in der Bibliothek befände sich ein riesiges Teleskop. Damit sollte es möglich sein, festzustellen, in welche Richtung die Galeone fährt.
Würdet ihr uns nicht begleiten? Um die rasenden Attacken glückloser, buchschwingender Bibliothekare abzuwehren? Nein, nein, wir bleiben hier und planen unseren nächsten Angriff. Unseren nächsten Angriff, vor allem, wo habt ihr ja schon mal angegriffen? Ich hab mich noch gar nicht. Ja, hier ist eine unauffällig platzierte Fackel, was hier für gut ist. Ziemlich für die dunkle Höhle. Ja, hier hat wichtige Infos zu uns, soweit ich weiß. Ziemlich wichtig, also sollte man schon wissen. Hier ist ein Indianer-Tussi. Vielleicht wird die später mal wichtig sein, oder unsere Gefährte, wer weiß es. Ist euch zu kalt? Wenn meine Hände taub werden, könnte das meine Zielgenauigkeit beeinträchtigen. Und das würdet ihr doch nicht wollen, oder? Zicke. Was wäre hier, Mr. Grünes Haar? Hat Future auch eure Frau geraubt? Kamelen, wir wollten bald heiraten. Aber jetzt haben sie sie mir weggenommen. Ich werde sie zurückholen. Koste es, was es wolle! Ein Typ mit grünen Haaren. Ich weiß, du denkst an Jennifer. Grünen Haaren. Und seine Freundin heißt Camille, der kann ein Verräter sein. Was Opa sagen wollte, weiß ich jetzt gar nicht. Weil ich gegangen bin, dass er weggezockt habe. Was macht die hier? Bruder, die sich auf die Fresse hauen. Einfach mit Quatschen. Tretet zurück, wenn euch euer Leben lieb ist. Diese Kampftechnik wird das Netz des Todes genannt. Sie ist schwer zu erlernen, aber sehr wirkungsvoll. Übrigens, ich bin John und das ist mein Bruder Ben. Ich weiß, meine Kampffertigkeiten sind beeindruckend, aber ihr solltet es auch mal versuchen. Ihr seid gut, ihr lernt schnell. Ja, aber euer wahres Können wird sich erst im Kampf zeigen. Na, dann werde ich es ja bald genug wissen. Vielen Dank für eure Hilfe. Zu lernen. Einmal kurz links unten und dann wieder oben rechts hochschlagen. Super. Vor allem, so schwer ist es ja nicht, wenn es gerade mal die erste Spezialattacke ist, kann es aber nicht so gut sein. Und ganz ehrlich, mit dem Scheißding trifft man fast nie und Schal macht es auch nicht. Das ist eigentlich ziemlicher Müll. Man kann die halt benutzen, wenn man Strong gedrückt hält, dann Strong drückt und dann halt noch Angriff gedrückt hält, aber das muss ich halt immer wieder aufladen. Ich bin dann nach oben auf, wie ich hier aber auf. Ach, scheiße, das habe ich die Fackel nicht benutzt. Hui. Ja. Ich bleibe dann An der Rohrpass erzählen, wie sie den Weltkrieg erlebt haben und alles, und du hast Angst vor so einer komischen dunklen Höhle. Was soll denn das? Ich wette, ihr hättet nie gedacht, dass ich das bin. Einmal ist ein Mann sogar in Ohnmacht gefallen und der war auch erwachsen. Na, warte, du Kleiner. Also dann, ich hau jetzt besser ab. Und keine Sorge, ich erzähl auch nicht weiter, dass ihr Angst gehabt habt. Dieser... Oh Gott, bleib mal ruhig, ey. Das macht das... Ist nicht gut für dein Herz, wenn ihr so ausrastet. Erzählt ja, mir von eurem Tag. Dass ich jetzt speichere. Dann noch spiel ich bis zum nächsten paar Speicherpunkten. So, irgendwann wird schon 2 Uhr morgens sein. Ich zock immer noch. Und dann ich bestimmt noch hoch. Und also ein Müll, bevor ich ins Bett gehe. Wer weiß. Oh, nee, jetzt labern die schon wieder, ey Gott. Das ist also die große Bibliothek. Weißt du mehr darüber? Die Bibliothek war früher einmal eine Schule für magische Künste. Aber als Silva alles, was mit Magie zu tun hatte, verboten hat, ist die Schule geschlossen worden. Irgendwas stimmt hier nicht. Was wohl nicht? Wer oder besser gesagt, was war das? Sie sahen aus wie Kobolde. Machten einen recht durchtriebenen Eindruck. Sei auf der Hut! Aber sie sind winzig. Gegen unsere Schwerter können sie doch nichts ausrichten. Und wenn hunderte von Kobolden da drin sind? Dann werde ich sie alle vernichten. Also los, wir sollten uns lieber beeilen. Der Typ denkt, weil er bei Neo oder so sie alle niedermachen will. Oh, Opi, du Armer. Ich bin wohl doch nicht mehr der Jüngste. Ich krieg das Tor nicht auf. Geh zur Seite, lass mich mal versuchen. Nur gegen zu rennen. Bauerntechnik eben. Vor allem, beide Türen gehen dabei auf. Glück für dich. Ich habe wahrscheinlich die Verriegelung gelockert, als ich die Tür gerammt habe. Sicher, Großvater. Sicher. Ich würde dich niemals anlügen, Großvater. Na.
Hilfe! So hilf mir doch jemand! Irgendjemand! Oh, wirklich, das ist so geil, er hört sich richtig verzweifelt an. Aber, na, Schild braucht man nicht, wenn man da kein Schild aufgerüstet, deswegen ist viel zu anstrengend, dass man nicht so nach hinten, das bringt einfach mehr. Komm, so ein Holzschild geht irgendwann kaputt. Wer jetzt erwartet. Die halten nämlich echt nichts aus, wie gesagt. One-Hit immer mit einem Schlag, egal wie man zuhaut. Also, im Vergleich zu diesen Wachen von denen gar nichts, wobei die auch schon nichts drauf hatten. So, wie man Schild hat. Nur wäre dann... Hey, ja, stehen bleiben! Du könntest halt einfach vorbeizurennen, Idiot. Vergebt mir. Ich war ganz in Gedanken versunken. Wo bleiben nur meine Manieren? Vielen Dank, dass ihr mich vor diesen Kreaturen gerettet habt. Wie kann ich das je wieder gut machen? Also, der Duke hat uns erzählt, dass es hier in der Bibliothek ein Teleskop gäbe. Wenn ihr uns helfen könntet, es zu finden, wären wir euch sehr zu Dank verpflichtet. Aber ja, natürlich. Es gibt ein Teleskop im Observatorium, im Dachgeschoss der Bibliothek. Oh, aber... Aber was? Theronos, der Teufelsgelehrte, ist dort. Ich bin sicher, er würde euch behilflich sein, aber er kann ziemlich, naja, unwirsch sein. Und leider Gottes ist dies kein allzu günstiger Zeitpunkt. Ich fürchte, er hat unbeabsichtigt ein Portal in eine andere Dimension geöffnet, durch das diese kleinen Kobolde, denen ihr so erfolgreich den gar ausgemacht habt, in unsere Welt gelangen konnten. Er muss es schließen, bevor sie unsere Welt noch voll und ganz vereinnahmen. Wir könnten ihm vielleicht dabei behilflich sein, das Portal zu schließen. Solange wir zuerst Jennifer und das Schiff ausfindig machen. Bitte, seid bloß vorsichtig. Gefährlich zu sein, da muss ich echt ganz schön aufpassen. Ja, hier ist sowas, was ich meinte mit Secrets, halt hier braucht man goldene Schlüssel, den findet man nicht einfach so an der nächsten Haltestelle. Muss man halt schon ein bisschen suchen und sich eventuell auch merken, wo man, wenn man den Schlüssel dann findet, zu welcher Tür der gehörte. Das passiert ein paar Mal im Spiel, aber jetzt nicht so oft. Was will er denn noch? Ich werde versuchen, mich nützlich zu machen und Hilfe herbeiholen. Er rennt wie so ein Bauer, ey. Richtig schlimm. Platsch. Alles sacken hier. Komm her. Platsch. Oh, ein gelber. Der ist mal ein ganz besonderer. Na, komm her hier. Feige Sau. So, hier. Ja, kritisch kann man auch schon treffen. Also so modern ist der Stern doch schon gewesen. Ach ja. Ja, geiles Team, ich hole gleich alle kaputt und Opa lässt auch keinen durchkommen. Was ein Dream Team. So, und jetzt schnell weg vor Opa. Ja, der Gelbe muss erstmal Luft holen. Ja, und dann da ist halt von diesem goldenen Schlüssel, den man braucht, so die Truhe. Was da drin hat, keine Ahnung mehr. Doch. So ein komisches Teil, wo man das beschreiben kann. Braucht man nicht wirklich im Spiel. Eigentlich gar nicht. Außer nur um zu sagen, ich hab das gehabt. Na kommt's. Der letzte noch. Ah, der ist überhaupt nicht der. Der macht das schon. Der braucht ein bisschen Sport, damit seine Knochen nicht so alt werden. Hier ist der Strebergnom. Er wird einfach mal abgeschossen von denen da oben mit der Steinschleuder, geil. Ihm stört das gar nicht, er liest beharrlich weiter. Und er hier, Alter, was soll das? Oh, ein Steinschleuder. Ja, und jetzt kann man hier auswählen, dann... ...wacht zurück. Was er zu sagen hat. Deine Fertigkeiten lassen sehr zu wünschen übrig. Ich habe ein Buch, das du lesen solltest. Volltreffer. Deine Schleuder, dein Freund. Ich habe immerhin deine Spielgefährten erledigt, oder?
Du beleidigst mich. Diese unbelesenen Barbaren haben nichts mit mir gemein.